Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Community. Ich muss doch lachen, oder beziehungsweise ich musste jetzt mal drauf reagieren, weil ich jetzt zwei, drei Mails bekommen habe, wo die Leute gefragt haben, Diane, was ist los? Warum, weshalb, weswegen sind da bei dir einige Videos weg? Ja, ganz einfach, auf privat gestellt. Wann sie denn dann wieder online gehen, das weiß ich noch nicht. Wird aber, denke ich, trotzdem passieren, weil das die Jansche lässt sich ja nicht alles gefallen. So mal ein Wort mit der Community, ne? Oder wie heißt das Sprichwort? Wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt, ne? Kann nicht der Liebste in Frieden seine Arbeit tun. Ne? Weil muss immer irgendein geben, den irgendwas nicht passt. Oder früher schon in der Schule, ne? Oder auf der Arbeit, diese sogenannten Jackenzieher. Hallo Meister, ich weiß was. Oder hallo Herr Lehrer, ich weiß was. Ja, da fange ich bald an zu kotzen, ne? Was soll der Mist? Ne? Da wird einerseits ganz groß immer geschrien, wir die Community, wir die Dampferblase. Ja, Schitteböhm, Dampferblase, Schitteböhm, Community. Ne? Wenn es den Lieben nicht gefällt, wenn es den ein oder anderen nicht gefällt, kann der Liebste nicht in Frieden seine Arbeit verrichten. Und aus dem Grunde musste ich drei Videos auf Privatstellen, hat irgendwem nicht gepasst und hat Beschwerde eingereicht. Und somit habe ich dann eine Post bekommen und somit musste ich dann drei Videos auf Privatstellen. Aber die Sachlage ist noch nicht geklärt und die Videos werden mit Sicherheit wieder online gehen. Deswegen bitte schreibt jetzt nicht unten im Kommentar unter dem Video, Diane, warum ist denn dieses, warum hat das und warum haben die? Bitte keine Namen, die da drauf führen könnten, um welche Video es sich handelt. Denjenigen, denen es aufgefallen ist, die wissen, worum es geht und haben jetzt die Erklärung, warum ich sie auf privat gestellt habe. Denn eine oder andere habe ich schon in der E-Mail drauf geantwortet, aber ich habe keinen Bock, da wieder zu schreiben. Deswegen das Video zwecks dieser Beschwerde, damit die Leute, denen es aufgefallen ist, wissen, warum die Videos weg sind. Die wurden nicht gestrikt oder so, gar nicht. Die wurden nur sicherheitshalber erstmal vom Netz genommen, bis eine gewisse Sachlage geklärt ist und dann gehen sie wieder online. Ne? Also nichts mit Strike. Ne? Strike habe ich nicht bekommen, die Videos auch nicht. Das war jetzt nur eine Vorsichtsnahme von Seiten meiner einer, um da nicht noch mehr Salz in die Wunde zu streuen. Und dann würde ich sagen, habt alle nur einen schönen Tag. Ich habe schön Post bekommen heute. Ihr wisst ja, meine Delta hatte den Löffel auf. Abgegeben, weil sie mir zweimal runtergefallen ist. Und ein Abonnent meines Kanals, mit dem habe ich ein Kummelgeschäft gemacht und jetzt habe ich eine neue Delta, die ich wieder nutzen kann. Mir bleibt dann jetzt nur eins zu sagen, liebe Freunde, seid doch nett zueinander, ob ihr innerhalb oder außerhalb dieser Blase seid. Ob ihr in meiner Community seid oder in der anderen. Mein Gott, wir müssen alle miteinander
und nicht gegeneinander arbeiten. Aber sowas, was da jetzt gelaufen ist, das ist absolut unnütz und Blödsinn und schadet am Ende allen. Dann habt noch einen schönen Tag. Seid lieber lieb und nett zueinander. Und ich sag dann tschüss, bye bye. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Und weg.